Dann rufe ich auf den nächsten Punkt der Tagesordnung. 58, Antrag der Fraktion der FDP betreffend islamistische Radikalisierung konsequent mit anderen staatlichen Mitteln bekämpfen. Das ist 19-2202 mit dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Landesaktionsprogramm gegen Salafismus, politisch-religiösen Extremismus. Das ist 19-2186. Und 81, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 19-2270. Gemeinsam verbundene Debatte, 10 Minuten je Fraktion. Normalerweise beginnt die FDP. Der Kollege Rentsch. So, ihr Lieben, was machst du denn auch? Ja. Du, ist egal. Der Kollege Florian Rentsch hat das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das, was wir langläufig unter Salafismus subsumieren, ist eine Bewegung, die, ich glaube, im Sinne aller Parlamentarier geeignet ist, unseren freiheitlich-demokratischen Staat in erheblicher Weise zu bedrohen. Die Aktivitäten, meine Damen und Herren, dieser Salafisten sind klar verfassungsfeindlich. Sie richten sich gegen unsere freiheitliche Lebensweise. Sie wollen, dass unsere demokratische Grundordnung nicht weiter besteht, und sie wollen einen Gottesstaat errichten. Wer sich mit diesen Schriften auseinandersetzt, die in diesem salafistischen Umfeld entstehen, und wer diese liest, wird feststellen, das Bild, was dort vom Menschen gezeichnet wird, meine Damen und Herren, ist erschreckend. Und unsere Aufgabe ist es als Parlament, sich einer solchen Entwicklung entgegenzustellen. Wir als Freie Demokraten haben seit Beginn dieser Legislaturperiode mehrere parlamentarische Initiativen und auch im Falle des Übergriffs in dem Jugendhaus in dem Frankfurter Gallusviertel sogar Strafanzeige gestellt. Wir haben bei diesem Thema alles unternommen, was parlamentarisch möglich ist. Und leider haben die Geschehnisse und der weitere Zeitablauf gezeigt, dass wir Recht damit hatten mit unseren Befürchtungen. Kollege Greilich, meine Fraktion haben bei diesem Thema im Innenausschuss, ich selbst im Rechtsausschuss, sehr viele Initiativen, auch sehr viel Sensibilität eingefordert, nicht um zu sagen, wir haben bei diesem Thema Recht und andere haben Unrecht, sondern weil es darum geht, ich war mir letztens auch mit dem Kollegen Frömmrich in der Frage einig, dass wir bei dem Thema höchste Aufmerksamkeit an den Tag legen müssen, um diese Entwicklungen und Tendenzen entgegenzutreten. Und, meine Damen und Herren, wir werden wirklich von den aktuellen Entwicklungen überholt. Wir werden überholt. Bedauerlicherweise müssen wir angesichts der immer weiter steigenden Zahlen radikalisierter junger Menschen dem Bundesinnenminister de Maizière zustimmen, der am 2. Juli im Deutschen Bundestag gesagt hat, wir sind nicht sehr erfolgreich beim Durchbrechen der Prozesse der Radikalisierung, die mitten unter uns stattfinden, meine Damen und Herren. Und recht hat er. Wir sind nicht besonders erfolgreich. Es hat sich gezeigt, dass es absolut richtig war, dass sich auch der Hessische Landtag mit diesem Thema Salafismus und radikaler Islamismus ausgiebig beschäftigt. Und die Anhörung, die wir durchgeführt haben, war mehr als erkenntnisreich. Denn auf der einen Seite haben wir in inhaltlicher Breite mit fast zwei vollen Arbeitstagen, 16 Stunden, annähernd 50 Sachverständigen, Verbände und Institutionen getagt. Und ich will das mal auch für alle Parlamentarier hier sagen. Das war mal ein Beispiel dafür, dass, wenn man sich in der Sache einig ist, auch in diesem Parlament viel möglich gemeinsam ist, wenn man gemeinsam am gleichen Strang und auch noch in der gleichen Richtung zieht. Die aufgeworfenen Fragen, die wir erörtert haben, was ist eigentlich Salafismus, was sind die Gründe für die Ausbreitung, was können wir tun, um diese Radikalisierungstendenzen frühzeitig zu erkennen, und welche Auswirkungen haben die Ausbreitung des Salafismus und die mediale Begleitung, was dort stattfindet, für die Mehrheit der hier in Deutschland Gott sei Dank gut integrierten Muslime? Diese Frage muss man ja zusätzlich stellen, weil es eben viele Muslime gibt, die in Deutschland hervorragend integriert sind, die ihre Religion friedlich leben, so wie es der Islam übrigens auch im ursprünglichen Sinne vorsieht. Was können wir also tun, um auch diesen Menschen bei ihrem Integrationsstatus weiter zu helfen und nicht sie zu diskreditieren? All das haben wir erörtert, diskutiert, und ich glaube, dass es dort auch, wie gesagt, auch in der Frage der Auswertung viele Gemeinsamkeiten gibt. Die Anhörung hat konkrete Ansätze aufgezeigt, was wir in Hessen tun können als Gesellschaft, denn es ist nicht nur, meine Damen und Herren, ein politisches Thema oder ein Thema für den Innenminister, sondern es ist eine Frage auch der Zivilcourage. Und ich glaube, dass wir genau über diese Frage diskutieren müssen, nämlich die zweite Punkt: Wie können wir auch politisch in der Verantwortung dieses Thema vorantreiben? Was können wir für Rahmen setzen, für Leitlinien setzen, damit wir bei dieser Frage auch politisch die richtigen Schlüsse ziehen?
Wir sind froh, dass alle anderen Fraktionen bis auf DIE LINKE, unabhängig davon, dass die Anhörung eine Initiative der FDP-Fraktion war, diesem Ansinnen zugestimmt haben. Und für den konstruktiven Umgang, wie gesagt, kann ich mich nur bedanken. Das war wirklich ein aus meiner Sicht guter Schritt, um bei dem Thema voranzukommen. Die bereits mehrfach im öffentlichen Verlautbarung sowohl der Verfassungsschutzämter auf Landesebene, auf Bundesebene sowie des Staatsschutzes gezeichneten Bilder der Gefährlichkeit der salafistischen Bewegung ist, meine Damen und Herren, nicht übertrieben. Und das, was wir in vielen Medien lesen konnten, das werden wir leider in Hessen, wenn man es runterbricht, noch aus meiner Sicht sehr viel drastischer sehen. Denn zur Erinnerung noch einmal Zahlen in aller Kürze. Das Rhein-Main-Gebiet ist zweifelsohne ein Zentrum der salafistischen Szene, laut Verfassungsschutz, LKA und BKA. Deutschlandweit sind mehr als 700 Personen bestätigt in den bewaffneten Kampf des IS ausgereist. Das heißt, Menschen aus Deutschland, die zum Kampf mit dem IS in ein Land gereist sind, um dort ihrer sozusagen radikalisierten Theorie mit Gewalt Ausdruck zu verleihen. Und von diesen 700, meine Damen und Herren, kommen 120 Personen aus Hessen. Und deshalb ist es ein Thema auch für dieses Parlament, sich intensiv mit der Frage zu beschäftigen, was können wir tun, damit diese Zahl sinkt, damit diese Menschen nicht nur in anderen Ländern ihrer radikalisierten Theorie nachgehen, sondern möglicherweise auch hier in Deutschland Anschläge verüben und Menschen schädigen, die ein anderes Meinungsbild, ein anderes Gesellschaftsbild haben. Das ist die Frage, um die wir uns kümmern müssen. Es gibt allein in Hessen 1.600 Salafisten. Von den über 200 zurückgekehrten Islamisten bundesweit wissen die Sicherheitsbehörden bei 50 sicher, dass sie auch am bewaffneten Kampf teilgenommen haben, entsprechende Verfahren vor den Gerichten laufen. 100 Personen sind bisher mindestens in Syrien oder dem Irak aus dieser Personengruppe ums Leben gekommen. Das zeigt also, da geht es nicht um irgendwelche Sandkastenspiele. Im Gegenteil, da wird mit harter Gewalt, mit Waffen und mit anderen Methoden quasi wirklich versucht, diese, ich sage das auch ganz bewusst hier, und diese kranke Ideologie in der Welt Nachdruck zu verleihen. Und da müssen Parlamentarier aller Fraktionen sich entgegenstellen. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass nicht nur der befürchtete gewaltsame Kampf, der in den vergangenen Wochen in Europa, vor allem in Belgien und Frankreich, ja, gezeigt hat, dass das Thema wirklich ein europäisches Thema, ein Thema der westlichen Kultur ist, dass es wirklich eine Bedrohung für die freiheitliche Grundordnung ist. Und die Gefährlichkeit dieses Themas liegt eben nicht nur in der vergleichsweise geringen Zahl von salafistischen Gefährdern und den Rückkehrern aus dem syrisch-irakischen Kriegsgebiet, sondern auch darin, dass auch der derzeit nicht gewaltbereite Teil der hier lebenden Salafisten hochgradig ideologisiert ist und die freiheitlich-demokratische Rechtsordnung ablehnt. Der Kampf gegen unsere Demokratie beginnt schon damit, die Scharia in Hessen einführen zu wollen, um für die Erreichung dieses Ziels um Mitstreiter zu werben. Das, was wir teilweise auf Straßen erleben müssen bei diesen Aktionen, meine Damen und Herren, ist der Anfang davon, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland, in Hessen abzuschaffen. Das darf nicht passieren. Am Beispiel der salafistischen Gruppe in der Barat-Moschee in Hanau, zu der wir in der vergangenen Woche einen Berichtsantrag im Innenausschuss eingereicht hatten, lässt sich die Tendenz dahingehend sehen, dass sich hier auch gezielte Zellen herausbilden, die jungen Menschen für den Dschihad anwerben. Von den 30 jungen Männern sind bereits 5 nach Syrien ausgereist. Einer ist tot. Eine Ausreise konnte Gott sei Dank verhindert werden. Des Weiteren hat sich eindeutig die von uns bereits im Antrag vermutete Vielschichtigkeit der Gründe für islamistische Radikalisierung bestätigt. Es gibt Muster, die Betroffene in die Hände salafistischer Rattenfänger treiben, aber es gibt eben keine festen Schablonen. Und das macht es ja so schwer, bei dem Thema auch zu sagen, in welche Richtung man muss. Aber es darf keine Ausrede sein. Wir müssen sowohl bei der Frage Brüche in den Lebensläufen, Scheitern in der Schule, Arbeitslosigkeit, all das, was Radikalisierung auch in anderen Bereichen begünstigen kann, ein waches Auge haben, wenn wir verhindern wollen, dass solche jungen Leute solchen Rattenfängern quasi auf den Leim gehen. Das muss unser Ziel sein. Und es ist genauso wahr, dass der Faktor Religion, das haben auch die Anzuhörenden bestätigt, gerade eine Plattform dafür ist. Er ist eine ideologische Plattform. Und deshalb kann man auch sagen, er ist sozusagen der Köder, mit dem die radikalen Islamisten arbeiten. Aber er ist bei vielen keine wirkliche Grundüberzeugung. Und vor diesem Hintergrund möchte ich noch einmal die Stellungnahme des Zentrums für islamische Studien der Universität Frankfurt und Gießen vom 11. Januar erinnern. In dieser sind die islamischen Theologen sehr dezidiert auch auf die Verantwortung der Muslime eingegangen, sich mit den ideologisierten Deutungen des Islams auseinanderzusetzen, darauf theologisch fundierte Antworten zu geben und sich radikalen Tendenzen in der islamischer sozusagen Bestrebung entgegenzustellen. Ja,
auch die Muslime, die in Deutschland leben, haben bei diesem Thema eine Verantwortung. Und dieser Verantwortung, meine Damen und Herren, müssen Sie auch nachkommen, gemeinsam mit anderen. Ich bin dankbar gewesen, dass bei der Anhörung noch einmal klargestellt worden ist, dass der bekenntnisorientierte islamische Religionsunterricht, den wir, ich glaube, das darf ich auch gegenüber den Kollegen der Union sagen, gegen viel Widerstand der CDU eingeführt haben, sehr gelobt worden ist, weil er eben die Möglichkeit bietet, im frühen Stadium bei jungen Menschen einen friedlichen Islam, so wie er wirklich ist, zu lehren und ihn nicht den radikalisierten Tendenzen quasi zu offenbaren. Es ist genau der richtige Weg gewesen, und ich bin froh, dass wir das durchgesetzt haben. Es zeigt sich eben, Prävention muss früh beginnen, auch schon in der Schule, auch beim Thema Religion. Und deshalb kann ich nur sagen, das haben wir richtig gemacht. Es ist aber kein Allheilmittel, sondern ja, die Anhörung hat klar gezeigt, wir brauchen konkrete Maßnahmen auch in unserem Land. Das Präventionsnetzwerk wird ja mit 400.000 € ausgestattet. Das ist ein richtiger Schritt, aber aus unserer Sicht ist es nicht ausreichend. Die Präventionsarbeit in Schulen, meine Damen und Herren, muss strukturell weiter ausgebaut werden. Es muss ein eigenes Netzwerk zwischen Schulen, Vereinen und Trägern geben. Dort brauchen wir stärkere Anstrengungen. Ich muss leider, weil die Redezeit begrenzt ist, etwas sozusagen Gas geben, weil ich noch einen wichtigen Punkt herausarbeiten will. Genauso Personal bei Polizei und Verfassungsschutz, ein ganz zentrales Thema, dass wir in dieser Frage auch beim Beispiel Hanau übrigens ja gesehen haben, wie wichtig es ist, dass wir hier mit einer adäquaten Situation reagieren von staatlicher Stelle. Deshalb kann ich nur sagen, wir fordern auch an dieser Stelle vom Stellenabbau bei der Polizei Abstand zu nehmen. Er wäre kontraproduktiv gerade in einer solchen Situation. Und auch der Ausbau des islamischen Religionsunterrichts in hessischen Schulen ist ein wichtiger Punkt. Meine Damen und Herren, ich will ganz offen sagen, dass die Freien Demokraten schon die Empfindung haben, dass der Innenminister dieses Thema mit viel Werf angeht. Wir sind nicht immer einer Meinung gewesen, aber ich kann ihm einen Engagement in dieser Frage definitiv nicht absprechen. Und ich glaube, dass Peter Beuth die Gefahr definitiv erkannt hat bei dem Thema. Kollege Rentsch, Sie müssen wirklich zum Schluss kommen. Ich will aber zum Abschluss sagen, Frau Ministerin Kühne-Hörmann, das, was ich mit Ihnen jetzt gerade im Rechtsausschuss erlebt habe, wo ich Sie gebeten habe, einmal zu definieren, was nach Ihrer Regierungserklärung zum Thema muslimische Gefangenenseelsorge in hessischen Gefängnissen passiert, was Sie zu einem der wichtigsten Themen Ihrer Regierungserklärung gemacht haben und wo Sie uns seit zwei Monaten nicht erklären können, was Sie dort wirklich machen wollen, erweckt bei mir und nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Kollegen den Eindruck, dass das viel Gerede war, aber wenig Konzept, meine Damen und Herren. Und deshalb erwarten wir auch von der Justizministerin und nicht nur vom Innenminister, dass diese Reden auch letztendlich Taten folgen und nicht alleine Reden bleiben. Das Thema ist so wichtig. Es ist so wichtig für unsere Gesellschaft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Rentsch. Das Wort hat der Abg. Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will nicht so lange mit der Beschreibung des Problems mich aufhalten, sondern mich an dem orientieren, was der Tagesordnungspunkt eigentlich nahelegt, nämlich mit den Fragen der Bekämpfung und insbesondere der Prävention des Salafismus. Das ist das, was in den Anträgen auch zum Ausdruck kommt. Ich möchte gerne auch die Zeit darauf verwenden, die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede in den vorgelegten Anträgen herauszuarbeiten, insbesondere in unserem, zwischen unserem und dem von den beiden Koalitionsfraktionen. Ich bin dies vorausgeschickt froh, dass die Debatte über die Ergebnisse der zweitägigen Anhörung, und ich habe nun in der Tat fast die gesamte Zeit hier im Plenarsaal verbracht, dass sie nach anfänglichem Zögern nun doch in Gang kommt, nachdem wir vorgelegt hatten, die FDP nachgefolgt war, sich nun auch die Koalitionsfraktionen spät, aber nicht zu spät, wie ich finde, an der Debatte auch mit eigenen Beiträgen beteiligen. Ich finde das umso bemerkenswerter, wenn ich das sagen darf, als die Kollegen Frömmrich und Bauer ja in der ersten Reaktion auf unseren Vorschlag gesagt haben, im Grunde sei alles in Ordnung. Ich nehme mit Interesse und auch mit Zustimmung und mit Ermutigung zur Kenntnis, dass Sie nun doch der Auffassung sind, jedenfalls zu teilen, dass es noch ein bisschen was zu tun gibt und mit dem Violence Prevention Network nicht alles getan ist. Ich habe, ja, es wird noch besser. Warten Sie es ab. Ich kann nämlich auch loben, wenn es etwas zu loben gibt. Ich habe den Antrag von CDU und GRÜNEN mit wachsender Spannung gelesen. Denn in den ersten fünf Punkten, lieber Kollege Bauer, steht sehr viel Richtiges. Und Sie haben
In diesen ersten fünf Punkten ist eine durchaus differenzierte Wiedergabe der wesentlichen Erkenntnisse der Anhörung zu finden, z.B. zu der Stellung des Salafismus innerhalb des Islam und auch im internationalen Kontext. Das ist ein Aspekt, der bei uns übrigens fehlt. Dafür meine Anerkennung. Zweitens. Sie haben die Entstehung der Einstellungen sehr differenziert beschrieben. Ich will das einfach einmal zitieren, dann erspare ich mir sozusagen auch an der Stelle die Mühe. Sie schreiben in Punkt 3 Ihres Antrags, jenseits des theologischen Hintergrunds des extremistischen Salafismus kommen bei der Werbung junge Anhänger und Kämpfer vielfach soziale Probleme zum Tragen. Häufig sind aber auch Jugendliche betroffen, die gemessen an formaler Bildung, deutschen Sprachkenntnissen und Einkommen als gut integriert angesehen werden müssen. Auch deutsche Konvertiten sind darunter. Bei der Radikalisierung junger Menschen spielen Entfremdung, Identifikations- und Identitätskonflikte und Krisen, Orientierungslosigkeit, reale oder subjektiv so empfundene Diskriminierungserlebnisse und Nichtanerkennungserfahrungen, Brüche in der Biografie, reale oder so empfundene soziale Benachteiligungen, autoritäre Familienverhältnisse, vermeintliche Perspektivlosigkeit und der für die Adoleszenz typische Wunsch nach Anerkennung, Abenteuer, Ablösung und Gemeinschaft eine Rolle und von salafistischer Radikalisierung sind Personen unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit betroffen und radikalisierte junge Salafisten besitzen meistens nur dürftige Kenntnisse über den Islam. Ich hätte es nicht knapper, differenzierter und präziser ausdrücken können, als Sie das hier tun. Und ich stimme auch vollständig zu der Definition der Aufgabe der Bekämpfung als Querschnittsaufgabe, und ich stimme ausdrücklich zu der Differenzierung zwischen originärer Prävention, der Deradikalisierung, was man in anderen Kontexten als sekundäre Prävention bezeichnet, und der Aufgabe der Repression. So, und nach diesem, das muss ich dann nun wiederum sagen, nach diesem anspruchsvollen Beginn fällt das Papier nach hinten doch ziemlich deutlich ab und bleibt hinter die oder läuft unter der Messlatte, die damit gelegt ist und hochgelegt ist, durch. An vielen Stellen bleibt auch immer noch Richtiges, aber es läuft im Prinzip durch, weil es sich im Wesentlichen erschöpft in der Aufzählung bereits eingeleiteter Maßnahmen, weil es im Grunde trotz der Differenzierung, die richtig ist, sehr stark um die Aufgabe der Deradikalisierung und der Repression kreist, weil es Prävention ganz überwiegend, da wo von Prävention dann im originären Sinne die Rede ist, ganz überwiegend um Kriminalprävention geht und nicht um die eigenständige Bedeutung sozialer Prävention und die enge Verbindung zwischen sozialer Prävention und der Kriminalprävention im engeren Sinne weitgehend ausgeblendet bleibt. Und damit ich nicht falsch verstehe, ich finde, dass die Aufgabe der Kriminalprävention im engeren Sinne eine bedeutende ist. Ich habe selber eine entsprechende Initiative in Gießen mitbegründet und war lange dort im Vorstand. Also ich verstehe schon auch ein bisschen was davon, aber Sie blenden im Grunde die soziale Prävention, die Sie in der Beschreibung der Ursachen vollkommen zu Recht in den Mittelpunkt stellen, weitgehend aus, ebenso wie die Frage, was denn eigentlich gegen die allgegenwärtigen Diskriminierungserfahrungen von Jugendlichen getan wird, die Sie wiederum zutreffend als eine der tieferen Gründe für die Anfälligkeit mancher Jugendliche für salafistische Ideologie und salafistischen Aktionismus beschreiben. An der Stelle bleiben Sie leider zum gegenwärtigen Zeitpunkt Antworten schuldig. Und obwohl deutlich gemacht, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, was nicht ist, kann ja noch werden, ich komme dazu. Obwohl deutlich gemacht wurde, auch das ist richtig, dass die Attraktivität des dschihadischen Salafismus wenig mit religiösen Motiven und noch weniger mit religiösen Kenntnissen, haben Sie zutreffend beschrieben. Das war ja wie ein roter Faden durch alle Anhörungsbeiträge, die sich mit diesem Zusammenhang beschäftigt haben. Obwohl Sie das also richtig beschrieben haben, konzentrieren sich die präventiven Ansätze, das ist ein weiterer Punkt, doch sehr stark genau auf diesen religiösen Kontext. Und ich finde ein bisschen, das ist nicht durchgängig so, aber ich finde ein bisschen zu viel Bedeutung wird darauf, das war dann auch die Erklärung des Innenministers, die nach ihrer kamen,
dass die Frage, welche Rolle die Moscheegemeinden da spielen, vielleicht ein wenig überbetont wird, weil ich glaube, auch nach der Beschreibung, wie Sie sie gegeben haben, wir es hier mit einer Querschnittsaufgabe zu tun haben. Es ist kein Problem der islamischen Gemeinden. Diese Jugendlichen sind in jeder Hinsicht, unsere Jugendlichen sind ein Produkt dieser Gesellschaft, in allererster Linie nicht nur die Konvertiten, auch die anderen. Und deswegen ist an dieser Stelle der Zusammenhang ein wenig zu stark betont, als dass ich Ihnen sozusagen vollständig folgen könnte. Aber das wäre etwas, was auch noch zu vertiefen wäre, was noch zu vertiefen wäre in der weiteren Debatte. Und deswegen wäre ich dankbar, das habe ich gestern schon im Zusammenhang mit den Flüchtlingsanträgen gesagt, und ich wäre dankbar, wenn wir das auch dieses Mal tun könnten, nämlich diese Anträge zur vertiefenden Beratung noch einmal in die Ausschüsse zu geben. Dann könnten wir nämlich tatsächlich auch in der Kontrastierung mit unserem Antrag, und den finde ich dann an vielen Stellen, bei allem Respekt für dem, was Sie hier vorgelegt haben oder zu ausdrücken versuchen, ich will das nicht geringschätzen, den finde ich an vielen Stellen konkreter, und zwar vor allen Dingen im Hinblick auf die Operationalisierung von Maßnahmen. Ich finde, wer auch immer es war, du warst das, na gut, das wundert mich jetzt nicht. Ich finde zum Beispiel, meine Damen und Herren, dass die Aufgaben, die sich der schulischen Bildung stellen, hier detaillierter beschrieben sind. Sie haben im Grunde nur die Aufgaben, die sich aus dem Schulgesetz, das heißt nur, Sie haben die Aufgaben zusammengefasst, die sich aus dem Schulgesetz ergeben. Das ist in Ordnung, aber das ist noch keine Handlungsstrategie. Und ich finde, dass wir hier sehr deutlich gemacht haben, worum es geht. Ich lasse mal die Fragen weg, die sich mit der allgemeinen Schulpolitik befassen, weil die an den Stellen werden wir nicht zusammenkommen. Aber zum Beispiel die Frage der interkulturellen Kompetenz in den Schulen, die Frage der Verstärkung des islamischen Religionsunterrichts, der ist unstreitig, die Frage der Verstärkung aber auch der islamkundlichen Elemente in der Lehrerbildung, die Frage der Defizitorientierung zur Ressourcenorientierung, der Mehrsprachigkeit, der Berücksichtigung hybrider Identitäten etc. Die Frage der Einrichtung von Beratungslehrkräften gegen Extremismus als Ansprechpartner. Die Frage, dass vor Ort in den Schulen, da treffen wir uns wieder mit den Kollegen von der FDP, dass in den Schulen konkrete Netzwerkarbeit gemacht werden muss. Und das hängt natürlich mit der Zuweisung von Ressourcen zusammen. Die Frage der Einbeziehung der außerschulischen Lernorte, die für sich wieder komplex ist. Wir haben hier ein paar Hinweise gegeben. Die Frage der eigenständigen Bekämpfung, des eigenständigen Schwerpunkts Antisemitismusbekämpfung. Nicht nur im Hinblick auf das, was wir hier vor uns haben, sondern insgesamt. Weil natürlich alles, was der Salafismus, was die salafistische Ideologie angeht, auch immer wieder in anderen Kontexten eine Rolle spielt. Ich habe ja nachgefragt nach der Ähnlichkeit der Konzepte zur Bekämpfung des Salafismus zu denen der Bekämpfung von Rechtsextremismus unter Jugendlichen und an den Bremer Beispielen. Und da ist sehr deutlich geworden, dass sie sich in der Tat ähnlich sind, wie es auch gar nicht anders sein kann. Das heißt, diese Strategie muss eingebettet sein in eine antiextremistische, insbesondere eine gegen den Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus gerichtete Strategie. Und es gehört unabdingbar dazu, eine Verstärkung der außerschulischen Jugendbildung, der außerschulischen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit. Dazu sagen Sie im Grunde fast gar nichts. Im Grunde fast gar nichts, und das ist nun bedauerlicherweise viel zu wenig. Die Frage, wie es gelingen kann, auch bei der Arbeit der Moscheegemeinden, wie es gelingen kann, ich weiß, dass ich zu Ende kommen muss, Herr Präsident, bevor Sie mich mahnen, die Frage, wie es gelingen kann, die Jugendarbeit in den Moscheegemeinden, in den Migrantenverbänden zu intensivieren, zu stärken, zu professionalisieren, wie wir Kooperationsbeziehungen auf der lokalen Ebene mit den Stadtjugendringen und auf der Landesebene mit den Landesjugendringen, wie uns das gelingen kann, die bedarf weiterer intensiver Erörterung. Ich biete die Mitarbeit an, wenn es darum geht, diese Ansätze in den drei Papieren, in den Dreiklang Prävention, Deradikalisierung und Repression zu vertiefen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Angebot annehmen würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Merz. Das Wort hat der Abg. Alexander Bauer, CDU-Fraktion.
Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, es war eine sehr anspruchsvolle und ansprechende Anhörung, die wir gemeinsam hier im Hessischen Landtag im Januar durchgeführt haben. 16 Stunden Sach- und Fachinformationen von über 50 Anzuhörenden, die uns mit einer profunden Analyse von Ursachen, Hintergründen und auch von Handlungsoptionen in dieser schwierigen Debatte bereichert haben. Und auch die bisherige Debatte zeigt, dass das ein schwieriges und komplexes Thema ist, dem wir uns stellen müssen. Und die Art und Weise, wie wir es bisher angegangen sind, macht mich sehr hoffnungsfroh, dass uns es auch gelingen wird, dieses schwierige Thema sachlich zu bearbeiten. Meine Damen und Herren, es ist ein drängendes Thema, auch bei uns in Hessen. Denn Salafisten verfolgen das Ziel, die Glaubenspraxis der Muslime gemäß dem Beispiel der frommen Altvorderen von Grund auf zu verändern und lehnen dabei islamische Traditionen und auch die Prinzipien der Aufklärung, wie z. B. Demokratie und Menschenrechte, ab. Meine Damen und Herren, in Deutschland leben über 4 Millionen Muslime, friedlich, überwiegend friedlich, und Salafisten sind eine kleine radikale Minderheit, übrigens auch im sunnitischen Islam vertreten sie eine Minderheitenposition. Gleichwohl dürfen wir die Augen nicht verschließen vor den Problemen, die wir in unserem Land tatsächlich auch haben. Denn es gibt einen militanten Teil dieser salafistischen Bewegung, der bekanntlich auch als dschihadistischer Salafismus bezeichnet wird. Zahlreiche dieser Positionen widersprechen unserem Grundgesetz. Demokratie und Freiheit gelten als unzulässige Neuerungen. Es gibt das Bemühen, Staat und Religion nicht zu trennen, eine Theokratie zu errichten. Sie kennen die Begriffe islamischer Staat und Kalifat. Das alles widerspricht unserer demokratischen Grundauffassung und muss deshalb schon einmal zutiefst abgelehnt, aber auch zutiefst bekämpft werden, meine Damen und Herren. Die Zahlen sind in der Tat besorgniserregend. In Hessen über 1600 aktive Salafisten. Wir sind im Rhein-Main-Gebiet durchaus eine Hochburg. Bundesweit soll es über 7000 geben. Und das Bundeskriminalamt schätzt 700 Ausreiser. Und im März 2015 sollen ein Drittel dieser Personen wieder rückgekehrt sein und sich in Deutschland aufhalten. Über 100 Menschen, die aus Deutschland ausgereist sind, waren aktive Kämpfer in Syrien oder auch im Irak. Das ist durchaus eine besorgniserregende Zahl. Und deshalb spricht hier auch ein Innenpolitiker und kein Sozial- oder Integrationspolitiker, wobei das auch ein innenpolitisch und soziales Thema ist. Aber, meine Damen und Herren, ich habe durchaus Sorge bei dem Thema Salafismus. Denn es ist allen hier im Raum bekannt, dass der Mordanschlag am Frankfurter Flughafen am 2. März 2011 sich es um den einzigen bisher in Deutschland durchgeführten terroristischen Anschlag mit islamischem Hintergrund gehandelt hat, bei dem 2 amerikanische Soldaten ermordet worden sind und 2 weitere schwer verletzt worden sind. Wir haben reale Gefahren in unserem Land, und ich möchte es nicht dramatisieren, aber auch kürzlich die entsprechende Absage des Radrennens rund um den Finanzplatz Frankfurt-Eschborn hatte ja auch entsprechende islamistische Hintergründe. Und denken Sie daran, dass wir von Glück sagen können, dass frühere Bemühungen, wie beispielsweise die Bonner Kofferbomber im Dezember 2012 oder auch die aufgeflogene Sauerlandgruppe im Jahr 2009, latente Gefahren muslimischer oder islamistischer Umtriebe, um es genauer zu formulieren, in Hessen und in Deutschland vor Augen führen. Und auch mit dem Blick auf die Welt, meine Damen und Herren, macht es uns doch alle fassungslos, wie an zahllosen Orten der Welt unschuldige Menschen, darunter Muslime, zu Tausenden Opfer von islamistischen Verbrechern werden. Und wenn wir die Nachrichten anschauen und in der Vergangenheit gesehen haben, was beispielsweise bei dem Satiremagazin Charlie Hebdo, bei dem Kulturcafé in Kopenhagen, bei der Gasflaschenfabrik in Lyon oder auch bei dem kürzlichen Hotelanschlag in Sousse in Tunesien passiert ist, dann muss uns das wirklich voller Sorge machen. Wir Christdemokraten lehnen jede Form von religiösem Extremismus ab, und wir treten entschieden allen Versuchen entgegen, Religion zu gewaltsamen Zwecken zu pervertieren. Meine Damen und Herren, leider gibt es auch in Deutschland radikale Muslime, die unsere demokratischen Werte nicht teilen und abschaffen möchten. Und wir sind ein tolerantes Land. Wer aber unseren freiheitlichen Staat bekämpft, den werden wir mit Härte und Schärfe begegnen, meine Damen und Herren. Was macht denn für Jugendliche diese salafistische Ideologie so attraktiv? Und jenseits von dem theologischen Hintergrund, den ich versucht habe, kurz zu skizzieren, sind es in der Tat vielfach individuelle und auch soziale Probleme. Kollege Merz hat darauf hingewiesen, wir haben das analysiert. Es sind in der Regel bei vielen radikalisierten jungen Menschen Erfahrungen von Entfremdung, Identifikationsprobleme, subjektive oder auch so empfundene Diskriminierungserlebnisse, Nichtanerkennungserfahrungen, Brüche in der Biografie, aber auch eben adoleszenztypische Phasen, der Wunsch nach Anerkennung, Abenteuer, Auflösung und Gemeinschaft spielen eine Rolle.
Meine Damen und Herren, die Anhörung hat gezeigt, dass viele radikalisierte Jugendliche nur sehr dürftige Kenntnisse über den eigentlichen Islam und die Religion haben. Auch hier muss man ansetzen und auch auf der gesellschaftlichen Ebene verstärken antimuslimische und fremdenfeindliche Tendenzen bei manchen Jugendlichen die Prozesse der Entfremdung, die Erfahrung von Ungleichbehandlung und realer oder auch wahrgenommener Fremdseligkeit. Sie verstärken das Gefühl von Nichtanerkennung und Fremdheit in unserem Land. Und da müssen wir ansetzen, und dafür brauchen wir Handlungsoptionen. Meine Damen und Herren, eine wichtige Erklärung für das rege Wachstum dieser Bewegung liegt auch in der massiven Präsenz salafistischer Angebote im Internet. Die Hinwendung erfolgt zwar in der Regel durch persönliche Beziehungen im Freundes- oder Bekanntenkreis, aber auch in der häufigen Jugendsprache auftretenden Prediger. Wir haben ja hier einen bekannten Aktionisten, Pierre Vogel, auch in Rhein-Main-Gebiet. Sie sprechen mit vereinfachten Botschaften Jugendliche emotional an. Und auch der Aspekt der westlichen Popkultur oder des Pop-Dschihadismus spielt durchaus eine wichtige Rolle. Was ist also zu tun? Ich denke, der gewaltbereite Salafismus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht allein eine Aufgabe der Muslime in Deutschland. Und daher ist ihm, wie bei anderen extremistischen Problemen auch, auf unterschiedlichen Ebenen zu begegnen. Es ist eine Aufgabe des Staates und der Zivilgesellschaft, insbesondere mit präventiven Mitteln gegenzusteuern und zu verhindern, dass junge Menschen anfällig werden und abdriften. Wir brauchen Prävention, die kurzfristig ansetzt und langfristige Perspektiven, um radikalen Salafisten den Ausstieg und Reintegrationsmöglichkeiten zu bieten. Wir brauchen aber auch repressive Mittel, um als starker Staat unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen und Gefahren abzuwenden. Denn auch das, meine Damen und Herren, ist ein Grundrecht. Die Menschen haben ein Recht, in Hessen sicher und frei zu leben, und dafür treten wir ein. Und deshalb muss bei einem solchen Thema auch die Frage debattiert werden, die kam bisher zu kurz, ob denn auch die rechtlichen Instrumente ausreichen, um in dieser Debatte bei all den Problemlagen angemessen gewappnet zu sein. Wir verfolgen also hier in Hessen einen ganzheitlichen Ansatz, den Islamismus und Salafismus zu bekämpfen. Wir brauchen in der Tat Kenntnisse über die Religion, wechselseitigen Respekt, und wir brauchen auch die Bemühungen derer, die ins Land gekommen sind, die unsere Werte entsprechend auch kennenlernen, akzeptieren und tolerieren müssen. Wir brauchen eine gelebte Integration. Das ist bekanntlich keine Einbahnstraße. Und ich muss hier feststellen, es ist unzweifelhaft, dass die überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger muslimischen Glaubens friedlich ist und dazu beiträgt, dass Hessen zu Recht als ein weltoffenes und tolerantes Land wahrgenommen wird. Sie leisten einen wesentlichen und wertvollen Beitrag auch für das Wohlergehen und den Wohlstand unseres Landes. Und deshalb sind Pauschalierungen, Diffamierungen völlig unangebracht, und auch eine Kultur des Verdachtes und des Alarmismus ist inakzeptabel. Aber, meine Damen und Herren, wir haben reale Probleme, die wir nicht allein durch islamischen Religionsunterricht heilen können. Wir haben in Hessen zum Glück die einzige Situation, dass wir einen verfassungsrechtlich abgesicherten, bekenntnisorientierten Religionsunterricht haben, den wir natürlich sukzessive ausweiten müssen, keine Frage. Wir haben in Hessen endlich und Gott sei Dank auch zum Beispiel Studien an Universitäten, den Bachelorstudiengang Islamische Studien, die Ausbildung an der Gießener Universität für Grundschullehrerinnen. Das alles ist wichtig, um auch innerislamisch Wege zu beschreiten für einen aufgeklärten Islam und eine interne, historisch-kritische Koranexegese anzustreben. Meine Damen und Herren, es wurde ja auch erwähnt, wir haben schon vieles geleistet im Bereich der Prävention, und nicht ohne Grund ist das Präventionsnetzwerk in Hessen auch Vorreiter und Vorbild für andere Länder. Hauptaufgabe dieses Präventionsnetzwerkes ist es, durch Beratung betroffener Jugendliche und Angehörige diese Prozesse von Radikalisierung aufzuhalten und umzukehren. Und in den Haushaltsjahren 2015, auch vorher schon, wurden mittlerweile 600.000 € dafür zur Verfügung gestellt. Und die Arbeit des Violence Prevention Networks in Frankfurt wurde ja parteiübergreifend bisher wertgeschätzt und auch gelobt. Und natürlich kann man ein gutes Projekt, ein gutes Programm auch in den Folgejahren noch besser machen, ausweiten und mit mehr Mitteln auch ausstatten, damit die gute Arbeit, mittlerweile sind über 40 Fälle mit Gesprächen, 71 betroffene Familien wurden beraten, vieles andere mehr. Man kann die Zahlen sicherlich auch mal abfragen. Aber was ist denn da noch zu leisten? Wir brauchen auch wachsame Sicherheitsorgane, meine Damen und Herren. Wir brauchen einen starken Verfassungsschutz. Wo bekommen wir denn unsere Erkenntnisse her, wenn es in Moscheen wie in Hanau oder in anderen Orten Problemlagen gibt? Das bekommen wir durch eine starke Frage des Staatsschutzes, denn hier wird unser Staat an dieser Stelle auch entsprechend gefährdet. Und wir brauchen eine stark aufgestellte Polizei. Und gerade deshalb wird in Hessen ja auch nicht am Polizeivollzug gespart, meine Damen und Herren. Wir haben so viele Polizeibeamten auf Hessens Straßen wie noch nie zuvor. Das ist gut so, und das wird unter dieser Regierung auch so bleiben, meine Damen und Herren.
Wir müssen aber doch auch eine Debatte führen, ob der rechtliche Rahmen ausreicht. Wenn wir das beklagen, dass Menschen ausreisen und sich radikalisieren, dann muss man über ein Ausreiseverbot debattieren. Man muss auch fragen, was passiert mit Menschen, die radikalisiert wieder zurückkommen. Also die Frage von Wiedereinreiseverbot ist auch ein Thema. Und wir sind schon der Auffassung, weil wir nämlich keinen Export an Kämpfern aus Deutschland wollen, dass wir entsprechende Ausreisen auch mit dem Entzug von Passpapieren ahnden müssen und darüber nachdenken, dass Doppelstaatler, die im Ausland für die menschenverachtende Terrormiliz kämpfen, mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit rechnen müssen, meine Damen und Herren. Lieber Kollege Bauer, wir müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss und möchte hier noch einmal festhalten, dass die vorliegenden Anträge durchaus vieles Richtiges haben und auch die FDP, die das Ganze initiiert hat, dazu ihren Beitrag geleistet hat. Sie schreiben abschließend in Ihrem Punkt 7 bei Ihrem Antrag, dass wir tolerant sind gegenüber Andersdenkenden, dass wir aber die Feinde unserer Demokratie mit allen Mitteln bekämpfen möchten. Und dementsprechend müssen wir die Debatte weiterführen auf sachlichem Boden, auf sachlicher Ebene, gerne im Fachausschuss. Ich denke, dass wir alle dazu in der Lage sind und am Ende ein gutes Gesamtergebnis auch erreichen können. Besten Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Bauer. Das Wort hat der Abg. Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie über diesen wichtigen Bereich diskutiert wird, dass hier eigentlich von allen Kolleginnen und Kollegen bisher die Gemeinsamkeiten betont worden sind. Und das, was uns eint im Kampf gegen diese Form des Extremismus, das finde ich sehr positiv. Ich finde auch sehr positiv, das will ich auch vorweg sagen, dass wir natürlich in diesem Bereich, hier geht es um Extremisten, hier geht es um Menschen, die schwerste Straftaten vorhaben, die das, was wir als Grundwerte in unserem Grundgesetz vereinigt haben, dass sie das bekämpfen wollen, dass wir da natürlich alle auch wissen, dass wir im repressiven Bereich über Polizei, über Verfassungsschutz, über die Landeskriminalämter dort tätig sind, dass wir das wissen und dass wir das auch durchsetzen. Aber dass wir natürlich auch wissen müssen, dass wenn wir den Kampf um die Köpfe dieser jungen Menschen nicht gewinnen, dass wir dann den Kampf über die repressiven Maßnahmen nicht gewinnen müssen. Deswegen ist es so wichtig, den Kampf um die Köpfe zu gewinnen, und deswegen ist die Prävention in diesem Bereich so wichtig. Und das haben wir, glaube ich, alle betont, und das war eine der Tatsachen, die wir hier in dieser, finde ich, sehr spannenden Anhörung mitbekommen haben. Der Landtag hat sich Anfang dieses Jahres in der Anhörung zu diesem Thema beschäftigt und durchgeführt. An der Stelle möchte ich ausdrücklich auch im Namen meiner Fraktion noch einmal bei denen bedanken, die hier als Anzuhörende anwesend waren. Sie haben uns wertvolle Informationen, nützliche Anregungen gegeben, gerade die jüngsten schrecklichen Anschläge in Tunesien, in der Türkei, in Frankreich, die Festnahmen des unter Terrorverdacht stehenden Paares aus Oberursel sowie die steigende Zahl junger Menschen, die nach Syrien und in andere Kriegsgebiete ausreisen, zeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns intensiv mit diesem schnell wachsenden Phänomen auseinandersetzen. Zu Beginn möchte ich ausdrücklich sagen, der Kollege Merz hat es auch getan, die überwältigende Mehrheit der Menschen mit muslimischem Glauben in Hessen sind friedlich. Sie haben mit denen, die diesen radikalen Islam predigen, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Diese Menschen sind Teil unseres Landes und eine Bereicherung für unser Land. Ohne sie wäre Hessen nicht das, was es ist, ein buntes, ein weltoffenes und ein tolerantes Land. Ich glaube, das muss man am Anfang einer solchen Debatte immer wieder betonen. Das ist zwar eine Selbstverständlichkeit, aber ich glaube, das ist wichtig. Denn in der Debatte um Salafismus und Islamismus darf eines auf gar keinen Fall entstehen, ein Generalverdacht gegen Muslime in unserem Land. Mit Sorge betrachten wir deshalb, wie vermeintliche patriotische Gruppierungen Verteidiger des Abendlandes vor dieser angeblichen Bedrohung aufrufen. Gerade deswegen ist es so wichtig, der kleinen Minderheit an religiösen, gewaltbereiten Extremisten entschieden und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegenzutreten, meine Damen und Herren. Und das habe ich in der Debatte auch als Gemeinsamkeit wahrgenommen, und das ist, glaube ich, auch gut zu betonen. Und das machen wir in Hessen, meine Damen und Herren. Wir sind sowohl im Bereich der Prävention, aber auch im Bereich der Repression unterwegs. Und wir haben
viele Dinge im Bereich der Prävention ja auch angesprochen. Kollege Merz hat es angesprochen, aber Kollege Rentsch auch. Ich glaube, dass man mit Sicherheit über die eine oder andere Sache streiten kann. Man kann auch darüber reden, kann man in dem Bereich nicht mehr machen, hat man andere Sachen in seinem eigenen Antrag vielleicht etwas weniger gewertet, dafür in anderen Anträgen ja. Ich glaube, die Vorschläge, die hier gemacht worden sind, diese Anträge einmal in die Fachausschüsse zu überweisen und zu schauen, wo kriegen wir eigentlich eine gemeinsame Linie hierin, die sozusagen alle Dinge im Blick hat, die in dieser, finde ich, hervorragende Anhörung hier gesagt worden sind. Ich glaube, das ist der Schweiß der Edlen wert, dass wir das gemeinsam hier tun, meine Damen und Herren. Wir wollen Prävention dadurch verstärken, dass wir das Übel möglichst an der Wurzel anpacken, die Verkäufer der vermeintlich einfachen Wahrheit den Nährboden entziehen für ihre demokratiefeindlichen Parolen. Wir wollen insbesondere junge Menschen gegen den Hass von selbsternannten Predigern immun machen. Denn wie die Anhörung gezeigt hat, sind Entfremdung, Identifikationskonflikte und Identifikationskrisen, Orientierungslosigkeit, Diskriminierungserlebnisse, Nichtanerkennungserfahrungen, Brüche in der Biografie, soziale Benachteiligung, Perspektivlosigkeit und der für das Erwachsenwerden typische Wunsch nach Anerkennung und Gemeinschaft wichtige Ursachen für die Radikalisierung. Es handelt sich hier nicht nur, aber hauptsächlich um Probleme, die auch im sozialen Bereich und auch bei der Integrationspolitik zu suchen sind. Ein Beleg dafür liefert die zumeist dürftigen, wir haben es hier gerade schon gehört, Islamkenntnisse. Diese Gruppen sind im Namen des Islam unterwegs, aber wenn man nachfragt, erkennt man, dass sie eigentlich über die Religion, über die sie unterwegs sind, keinerlei Grundkenntnisse haben. Das war, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil dieser Anhörung, und es hat sich wie ein roter Faden durch diese Anhörung gezogen. Präventionsarbeit fordert deshalb sowohl den Staat als aber auch die Zivilgesellschaft auf. Zur Prävention zählen unter anderem Maßnahmen im Bereich der Bildung, im Bereich der Erziehung, der Integration und des Religionsdialogs. Hier haben wir bereits einiges getan, wie ich Ihnen auch versuche werde zu erläutern. Wir haben die finanziellen Mittel erhöht, bestehende Programme verstetigt, neue Programme aufgesetzt. So ist Hessen das erste Bundesland, in dem es ein eigenes Präventionsnetzwerk gegen Salafismus gibt. Allein im Jahr 2015 stehen hierfür 400.000 € für die Beratungsstelle Hessen religiöse Toleranz statt Extremismus zur Verfügung. Das Violence Preventions Network ist hier schon angesprochen worden. Und wir haben es ja auch so organisiert, der Innenminister wird es vielleicht gleich sagen, dass wir natürlich auch die Extremismusphänomene unter dem Hessischen Kompetenzzentrum gegen Extremismus angesiedelt haben und dass da ja ein reger Austausch auch mit denen stattfindet, die in diesem Bereich sehr große Erfahrungen haben. Bereits im vergangenen Jahr haben wir 200.000 € in dem Bereich zur Verfügung gestellt. Wir haben also die Mittel verdoppelt. Und wenn es dafür Gründe gibt und wenn es bei der Auswertung und bei der Evaluation der Projekte weitere Bedarfe gibt, glaube ich, dass wir uns hier relativ schnell darauf einigen werden, dass dieses Phänomen, der Kampf gegen diesen Phänomenbereich und dass das, was wir in diesem Phänomenbereich unternehmen müssen, um junge Menschen von diesem Weg abzuhalten, ich glaube, dass wir hier glaube ich, einhellig die Meinung haben, dass wir da auch dann Geld zusätzlich in die Hand nehmen müssen. Zurzeit laufen die Programme sehr gut, und zurzeit ist es aber nicht notwendig. Bereits seit 2014 ist das VPN im Rahmen des Hessischen Präventionsnetzwerks gegen Islamismus tätig. VPN ist Ansprechpartner für betroffene Jugendliche, für Angehörige, für Schulen und Vereine und soll vorbeugend und intervenierend tätig sein. Wie hoch der Beratungsbedarf ist, zeigen schon die Zahlen. Der Kollege Bauer hat es gerade hier erwähnt. Weitere Angebote sind Workshops für Schüler zu interreligiösem und kulturellem Dialog. Die politische Bildung spielt eine Rolle. Von Toleranz und Demokratiefähigkeit, Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen, Früherkennung und Stärkung der Handlungskompetenzen von Menschen, die mit gefährlichen Jugendlichen und Heranwachsenden in Kontakt sind, Antigewalttraining, Kompetenztrainings im Bereich des Jugendstrafvollzugs und der Ausstiegshilfen. Also, wir sind hier schon in vielen Bereichen unterwegs. Gleichwohl kann man immer darüber streiten, ob da nicht noch einiges notwendig ist. Es werden Städte und Gemeinden informiert, Schulen werden angesprochen, Multiplikatoren werden angesprochen, wichtige Informationen zum Umgang mit extremistischem Salafismus werden vermittelt. Auch
Die polizeiliche Jugendarbeit, Jugendkoordinatoren, der Kollege Merz hat es angesprochen, sind in diesem Bereich aufgestellt. Und wir haben ja die Häuser des Jugendrechts, wir haben ein weiteres in diesem Jahr zum Laufen bekommen, die auch in diesem Bereich tätig sind. Meine Damen und Herren, wir sind also in diesem Bereich, was die Präventionsarbeit aufgeht, finde ich, auf einem guten Weg. Gleichwohl ist das Bessere immer des Feind des Guten. Aber lassen Sie uns darüber reden. Und wenn es in diesem Rahmen stattfindet, wie das heute hier passiert ist, finde ich, es ist alle Ehre wert, das zu tun. Zudem fördern wir Jugendarbeit, außerschulische Jugendarbeit. Kollege Merz hat das ein bisschen kritischer angemerkt, aber außerschulische Jugendarbeit wird ja gefördert. Wenn Sie den Bereich, zum Beispiel im Bereich des Sportes, im Bereich der Jugendfeuerwehren angucken, wenn Sie die Aktionsprogramme angucken, Stärkung der Partizipation und Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, da gibt es ja Dinge, die auf dem Weg sind. Dies alles ermöglicht jungen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und bietet ihnen neue Lebens- und Erfahrungschancen. Und wenn man die Anhörung ernst nimmt, ist genau das in dem Bereich, in dem wir arbeiten müssen. Wir müssen diesen jungen Menschen Erfolgserlebnisse, Teilhabeerlebnisse ermöglichen. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie mitten in dieser Gesellschaft sind und nicht nur nebendran stehen. Und ich glaube, da müssen wir arbeiten, und da sind wir auf dem Weg, meine Damen und Herren. Wir fördern den Erwerb der deutschen Sprache. Das ist, glaube ich, das muss man, glaube ich, in einem solchen Kontext nicht betonen, denn die Kenntnisse der deutschen Sprache ist unerlässliche Voraussetzung für gelungene Integration, für Partizipation und für Teilhabe. Die Anhörung hat aber auch gezeigt, dass der Dialog, der Austausch mit muslimischen Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist. Ich will hier nur erwähnen, dass bevor das Violence Prevention Network eingerichtet worden ist, ist genau vom Innenministerium und von denen, die dort in dem Bereich die Verantwortung tragen, der Dialog, mit denen geschehen. Meine Damen und Herren, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich komme sofort zum Schluss. Es wäre mit Sicherheit hier noch viel zu sagen zum Bereich der Deeskalierungsmaßnahmen und Deradikalisierungsmaßnahmen, zum Bereich der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung. Aber ich glaube, eins ist wichtig. Neben dem, was wir hier als Politiker an Programmen stricken, neben dem, was wir im Bereich der Strafverfolgung und auch der Prävention machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Zivilgesellschaft in diesem Land unterstützen. Bitte, und dass, letzter wir die, Satz. Dass wir die Zivilgesellschaft bei diesem Kampf gegen Extremismus, gegen Salafismus mitnehmen. Und ich glaube, das sollten wir gemeinsam tun. Und diese Debatte ist ein guter Anfang dafür. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn wir hier über Terrorismus sprechen, dann möchte ich an dieser Stelle als Erstes den Familien, insbesondere den Eltern der Opfer des Anschlags von Sucuk, mein tiefes Mitgefühl aussprechen. Und ich glaube, da spreche ich im Sinne des ganzen Hauses. Junge Menschen gehen los, um irgendwo anders Hilfe zu leisten, und kommen dort gar nicht an. Das ist das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Zur Debatte hier im Haus muss ich sagen, ich habe in den Anträgen vieles gelesen, was ich sofort unterschreiben kann. Nicht alles teile ich, naturgemäß. Ich habe auch heute in der Debatte viele Dinge gehört, die ich für sehr richtig und wichtig empfinde. Wir haben ein Problem, und diesem Problem müssen wir begegnen. Was wir aber außen vor gelassen haben hier heute bislang, ist die Frage, wie sind wir hingekommen zu diesem Problem? Und gibt es an dem, wie wir da hingekommen sind, Dinge, die sich fortsetzen in unserer Gegenwart und die dazu führen, dass wir das Problem damit tradieren? Und ich glaube, die Antwort heißt ja. Und ich will gar nicht anfangen, über deutsche Außenpolitik hier zu reden. Darüber kann sich jeder seine eigene Meinung in dem Zusammenhang bilden. Und wir haben von hier aus auch nur sehr wenig Einfluss darauf. Aber wir können natürlich über so Dinge wie Willkommenskultur und Menschenwürde reden. Das haben wir auch gestern schon getan. Und ich bin sicher,
Nein, ich weiß, dass in den letzten 20 Jahren an dieser Stelle enorm viel versäumt worden ist. Und das rächt sich natürlich irgendwann auch. Jedwedes politische Handeln hat Folgen. Die Folgen können die erwünschten sein, aber sie können auch durchaus unerwünschte Folgen sein. Und ich finde, wenn ich mir den Antrag der CDU angucke, da steht unter Punkt 11 zum Beispiel die Förderung der Jugendarbeit und der außerschulischen Jugendverbände, die Unterstützung beispielsweise des Jugendsports und der Jugendfeuerwehren wirken als Maßnahme zur aktiven Teilhabe junger Menschen an der Gesellschaft. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Der Satz ist richtig. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen, was der DGB dieser Tage veröffentlicht hat mit Ihrer Genehmigung. Der DGB hat eine Untersuchung gemacht mit den Schutzschirmkommunen und er kommt dabei zu Folgendem. Im Bereich der Kinder- und Jugend- und Familienhilfe finden sich zahlreiche Maßnahmen, die Einnahmen steigern bzw. Ausgaben durch Leistungskürzungen senken sollen. Etwa die Hälfte der Kommunen erhöhte die Kita-Gebühren. Hinzu kommen etwa 20 weitere die Kitas betreffende Sparmaßnahmen, z.B. Personalabbau oder die Schließung von Kitas. 11 Kommunen nennen die Schließung von Kinderspielplätzen. Verschiedene Kürzungs- und Sparvorhaben betreffen den Jugendbereich. Insgesamt 35, darunter etwa die Reduktion von Angeboten in Jugend- und Familienzentren. Seniorenbereich lasse ich mal aus. Auch der Schulbereich wird von vielen Schutzschirmkommunen für Konsolidierungsmaßnahmen genutzt. So werden etwa die Mittel für Hausaufgabenhilfe und die pädagogische Mittagsbetreuung gekürzt. Auch unter der Rubrik Kultur, Wissenschaft und Freizeit sind zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen zu finden. So sind 9-mal die Musikschulen durch die Reduktion von Zuschüssen bzw. Gebührenerhöhungen betroffen. In 14 Kommunen sollen Maßnahmen bei Hallen und Freibädern die städtischen Ausgaben senken, und zwar durch die Kürzung von Zuschüssen, die Erhöhung von Eintrittsgeldern, Schließung oder durch neue Betreiber. 16 Kommunen sehen Einsparungen beim Sport, etwa durch weniger Pflege von Sportanlagen, geringeren Zuschüssen für Sportvereine oder weniger Sportveranstaltungen vor. Und das, meine Damen und Herren, ist das Problem. Alles das, was Sie vorhin beschrieben haben, was Sie an Maßnahmen für eine ganz spezielle Prävention hier ausgeben, sind Häuser, die Sie auf einen sandigen Untergrund bauen. Wir haben eine Situation, in der insgesamt im Sozialen, im Sportlichen, im Jugend-, im Kinderbereich seit Jahren systematisch, mit Ihren Worten gesagt, gespart wird, gekürzt wird. Dann wundern wir uns, wenn wir anschließend problematische junge Menschen haben. Und dann packen wir, nachdem wir mit dem Brennglas auf eine Zielgruppe geguckt haben, Maßnahmen drauf. Das ist der falsche Ansatz. Wenn wir gesellschaftliche Teilhabe wollen, dann müssen wir den Menschen, um die es hier geht, gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Dazu gehört auch das seit Jahren immer wieder debattierte Wahlrecht. Was sollen denn junge Menschen von ihren Eltern für ein Bild in dieser Gesellschaft haben, über Akzeptanz dieser Gesellschaft, ihrer Kultur, wenn ihre Eltern in diesem Land, in dem sie seit 20 oder 30 Jahren leben, in dem diese Kinder aufgewachsen sind, geheiratet haben und ihrerseits wieder Kinder haben, kein Wahlrecht haben? Das ist eben nicht das, was man Teilhabe nennt, sondern das ist das, was man Ausgrenzung nennt. Und daran gehen Sie nicht. Sie gehen an die Symptombehandlung und nicht an die Ursachen. Sie verteidigen hier immer noch solche Geschichten wie das Erziehungsgeld, wo wir genau wissen, dass es genau die Zielgruppe, die wir eigentlich in die Kitas haben wollen, davon abbringt, ihre Kinder in die Kitas zu bringen. Sie reden hier über Menschenwürde, und wir reden dann gleichzeitig über das Aufstellen von Zelten für Flüchtlinge. Wir wissen, dass Kinder mit Migrationshintergrund deutlich weniger Empfehlungen für weiterführende Schulen bekommen. Ein erheblicher Teil dieser Kinder ist ein Teil mit einem muslimischen Hintergrund.
Wenn Sie den Zusammenhang nicht erkennen können, Herr Bellino, dann sollten Sie noch einmal über ganz grundsätzliche Dinge nachdenken. Denn der Zusammenhang ist doch genau das Problem. Wenn ich die Kinder bereits in der Schule ausgrenze, wenn ich ihre Eltern vom Wahlrecht weghalte, dann muss ich mich nicht wundern, dass sie eben nicht integriert sind, dass sie eben nicht Teil dieser Gesellschaft werden. Und so wie Sie selber in Ihrer eigenen Analyse schreiben, real oder gefühlt. Gefühlt ist das mal mindestens deren Wahrheit. Real ist es das ein Stück weit auch. So, und dass das dann Folgen hat, weil eine Handlung mit der anderen in Verbindung steht, das ist doch das simpelste Ding der Welt. Und Herr Bellino, wenn Sie das nicht verstehen können und die Kollegen von der CDU und die Kollegen und liebe Kollegen, einen Moment bitte, ein wenig mehr Ruhe. Man muss auch die Rednerin verstehen können. Einen Moment bitte. So, wenn ein bisschen ruhiger ist, können Sie weiterreden. Herr Kollege, bitte. So, Sie haben das Wort, Frau Schott. Danke, Frau Präsidentin. Sie können doch die tollsten Hilfsprogramme schnüren. Die werden doch nichts nützen, wenn das, was darunter liegt, nicht stabil ist. Und das, was darunter liegt, ist in unserer Gesellschaft eben nicht stabil, vor allen Dingen für die Menschen, die ohnehin schon am Rand dieser Gesellschaft leben und da immer mehr hingedrängt werden. Wenn Sie da immer weiter ausgrenzen und die Beschreibung, die der DGB hier liefert, die finde ich in diesem Zusammenhang wirklich eine beeindruckende. Weil sie genau aufzeigt, dass das, wo die CDU sehr richtig in ihrem Antrag schreibt, wo die Dinge stabil sein müssen, damit Menschen sich integrieren können, damit Menschen sich angenommen fühlen, damit Menschen in diesem Land Teilhabe haben, wo die stattfinden müssen. Und gleichzeitig fahren Sie eine Politik, die eben diese Dinge verhindert. Solange Sie das tun, können Sie die schönsten Programme auflegen, die Sie auflegen wollen. Sie werden am Ende nicht helfen. Sie werden nicht helfen. Und die Frage ist, ob Sie helfen wollen und ob Sie wirklich den Zusammenhang zwischen diesen Dingen wahrhaben wollen und dann die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Denn diese Gruppe ist eine Gruppe von jungen Menschen, die rausfällt, die Rattenfängern anheimfällt, die sie zu unmöglichen Dingen verführen und überreden. Es gibt andere, die genauso rausfallen, die kriminell werden, die gefährlich werden, die aggressiv und gewalttätig werden, wo ähnliche Hintergründe stehen. Und ich glaube, wir müssen für alle jungen Menschen in diesem Land Angebote schaffen, dass ihnen eben genau das nicht widerfährt. Wir müssen Schule so machen. Wir müssen Schule so machen, dass junge Menschen lange und gemeinsam lernen können und dabei Erfolgserlebnisse haben. Wir müssen Herkunftssprachen respektieren und unterrichten, weil wir wissen doch in der Zwischenzeit, dass Menschen, die ihre Herkunftssprache nicht richtig lesen und schreiben können, auch eine Fremdsprache nicht lernen werden. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Flüchtlingskinder ganz früh und schnell eine gute Chance haben, Deutsch zu lernen. Das alles hat jahrelang eben nicht stattgefunden. Und das ist Teil der Probleme. Das ist Teil der Probleme, die wir heute lösen müssen. Teil der Probleme, die wir heute lösen müssen. Und Sie und ich, wir haben aus der Anhörung ganz viel herausnehmen können, und ein Teil dieser Gruppe kann gut Deutsch, das ist richtig. Aber der wesentliche Teil der Gruppe ist eben nicht gut integriert in diesem Land. Wir erleben immer wieder, dass auch Kinder aus Familien, die wir egal welcher Herkunft für gesettelt erachten, kriminell werden, drogenabhängig werden, Dinge tun, die wir alle nicht wollen. Das passiert, und ich glaube auch, das werden wir mit nichts verhindern können. Aber wir können hier schon sehen, dass ein großer Teil der jungen Menschen, die hier in Gefahr geraten, eben nicht integriert sind, eben nicht beruflich erfolgreich sind. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende Ihrer Rede kommen. Die beruflich erfolgreich und integriert sind in dieser Gesellschaft. Und daran müssen wir arbeiten. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Minister. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist immer die Frage, ob man einen solchen Redebeitrag nicht überhöht, indem man auf ihn eingeht. Aber ich finde, ehrlich gesagt, natürlich ist es so, alles mit allem hängt irgendwie zusammen. Aber Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit in Deutschland ist, unsere Gesellschaft ist erstens stabil. Wir leben in einem großartigen Land, in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, in Wohlstand
Die jungen Menschen in diesem Land haben wunderbare Perspektiven. Wir sind hochattraktiv für allerlei Menschen aus der ganzen Welt. Insofern glaube ich, sollten wir mit der Wirklichkeitsbetrachtung beginnen und erst einmal glücklich sein darüber, dass wir in einem wirklich großartigen, wunderbaren Land leben. So, das war der Werbeblock, den ich für angemessen hielt nach dem Vortrag der LINKEN. Meine Damen und Herren, man merkt, es geht bei dieser Debatte um das Thema Salafismus und politisch-religiösen Extremismus geht es an die Grundfeste. Da geht es an das Fundament unseres Staates. Und das finde ich, mal abgesehen vom letzten Wortbeitrag, ist das bei allen anderen Rednern deutlich geworden. Die Debatte war ernsthaft, sie war bedächtig. Und sie war das, was wir nicht immer haben, aber bei einer solchen Situation sehr angemessen, der Versuch, Gemeinsamkeiten zu suchen und zu finden. Ich finde, das ist gut, aber angesichts der Herausforderungen, die sich bei diesem Thema stellen, ist das auch angemessen. Die Anhörung, die wir hatten, war gut. Und ich finde, dass die Redebeiträge und die Vielfalt der angesprochenen Themen in den unterschiedlichen Redebeiträgen nicht nur deutlich macht, es waren 16 Stunden, da war auch eine Menge Inhalt, aber es hat eben auch allen Rednern hier erlaubt, die Facetten sozusagen, den Blickwinkel herauszuarbeiten, der für sie oder der für ihn eine besondere Bedeutung hatte. Und auch das zeigt, dass dieses Problem mit den einfachen Lösungsmitteln, die wir in der Politik ansonsten immer haben, mal hier eine Stelle mehr und da ein Euro mehr oder weniger oder wie auch immer dort noch eine Einrichtung, so werden wir dieser Lage oder dieses Problems nicht Herr werden. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass sich die demokratischen Fraktionen hier im Grunde genommen dafür ausgesprochen haben, zu versuchen, die Gemeinsamkeiten erstens zu finden, zu betonen und zu versuchen, etwas Gemeinsames auf den Weg zu bringen. Dafür bin ich sehr dankbar. Der Salafismus gilt nach wie vor als die dynamischste und schnell wachsende islamistische Bewegung. Salafisten glauben, die Einzigen zu sein, die den wahren Willen Allahs erkennen. Deshalb lehnen sie jegliche Normen und Handlungsweisen ab, die sich nicht aus Koran und Sunna ableiten lassen. Das Landesamt für Verfassungsschutz geht aktuell in Hessen von rund 1.600 Salafisten aus. Die Zahl der gewaltbereiten Salafisten oder Islamisten, die aus Hessen in die Kampfgebiete nach Syrien und in den Irak ausgereist sind, liegt bei etwa 120. Bundesweit liegen derzeit Erkenntnisse zu mehr als 700 Personen vor, die in Richtung Syrien, Irak oder Irak ausgereist sind, um dort an Kampfhandlungen teilzunehmen oder diese zu unterstützen. Zu ca. 100 Personen liegen Hinweise vor, dass sie dort ums Leben gekommen sind. Meine Damen und Herren, hinter diesen schlichten Zahlen verbirgt sich viel Leid, insbesondere auch bei den Familien und Freunden der Betroffenen. Wir alle müssen uns auf Dauer der mühevollen und langwierigen Aufgabe stellen, präventiv gegen diese Form des Extremismus vorzugehen. Dafür haben wir bereits ein Netzwerk geknüpft. Unser Präventionsnetzwerk gegen Salafismus ist eine Antwort. Und ja, selbstverständlich ist es so, dass man immer noch Facetten findet, wo man das verbessern kann, wo man vielleicht noch Punkte heranziehen kann, die man bisher noch nicht betrachtet hat. Dafür haben wir eine 16-stündige Anhörung gemacht. Aber wir haben eine gute Basis. Wir haben eine sehr gute Basis. Und ob wir das nun, ob wir dort Aktionen sozusagen planvoll machen oder es Aktionsplan nennen oder ob es eine Rahmenkonzeption ist für das, was bundesweit gemacht wird. Da könnte man es auch Masterplan nennen. Unser Präventionsnetzwerk ist sozusagen etwas wie ein Aktionsplan. Es ist so etwas wie ein Masterplan. Es ist sehr breit aufgestellt und versucht, in alle möglichen Facetten der Gesellschaft hineinzuwirken, die irgendwie mit der Problematik des Salafismus zusammenhängen. Wir arbeiten bereits gut und erfolgreich. Das schließt nicht aus,
dass wir noch besser und noch erfolgreicher sein können. Ich will vielleicht exemplarisch meinen Besuch auf dem Präventionstag unserer Landeshauptstadt am vorletzten Samstag anführen. Hier hat z.B. eine Klasse 10 der Gerhard-Hauptmann-Schule in Kooperation mit dem Landesamt für Verfassungsschutz und dem Ordnungsamt Wiesbaden die Ergebnisse eines Workshops zum Thema Salafismus vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler, viele selbst Muslime, haben auf dem Präventionstag beeindruckende Plakate zu den Themen Demokratie und Extremismus vorgestellt und mit Passanten darüber diskutiert. Ein Plakat zeigt z.B., wie Menschen zu Marionetten in der Hand von salafistischen Demagogen werden. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, so kann Prävention aussehen. Aus meiner Sicht ist dies ein leuchtendes Beispiel. Es ist ein beeindruckender Beleg dafür, dass unsere Gesellschaft dem Treiben der Salafisten in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht sprachlos und passiv gegenüberstehen wird. Die Hessische Landesregierung hat das Thema des extremistischen Salafismus seit Längerem im Blick. Hierfür gilt mein ausdrücklicher Dank dem Landesamt, welches seit Jahren die Szene beobachtet und Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen z.B. in Schulen oder in Justizvollzugsanstalten das Thema behandelt. Wir haben dabei gemerkt, dass wir von staatlicher Seite allein das Problem nicht werden lösen können. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sodass wir nur gemeinsam tragfähige Lösungen finden können. Die Debatte heute hier macht mir Mut, dass wir da auch ordentlich vorankommen werden. Nun ist es so, dass wir in der Debatte schon über einige Punkte gesprochen haben, sodass ich mich beschränken möchte darauf, dass wir auch für die Zukunft, um das von vornherein zu erklären, uns natürlich vorgenommen haben, auch die Beratungsstelle oder unser Präventionsnetzwerk auch entsprechend mit Mitteln auszustatten. Das ist doch selbstverständlich. Und ohne dem Haushalt vorzugreifen, wird das auch im nächsten Jahr so sein, weil wir ja erkennen, dass wir Erfolg haben mit den Projekten, die wir dort haben. Wir haben den Vernetzungsgedanken dort, finde ich, sehr gut aufgegriffen. Die Frage, die aus den unterschiedlichen Beiträgen der Kollegen, ob vom Kollegen Bauer, vom Kollegen Frömmrich oder der Kollege Merz von Ihnen oder auch von Florian Rentsch, die Frage, wer alles zu berücksichtigen ist, Justiz, Schule, die Jugendarbeit usw., so das haben wir versucht, in diesem Präventionsnetzwerk, in dem Fachbeirat schon bereits zu verankern. Und ich will hier nicht verteidigen, dass alles gut ist, was wir machen, aber dass erkannt worden ist, worum es geht. Das wird, glaube ich, deutlich, wenn man weiß, dass dieser Fachbeirat sich selbst die Aufgabe genommen hat. Wir müssen, dort sind alle gesellschaftlichen Gruppen, Religionsgemeinschaften usw. mit vertreten. Wir müssen zusehen, dass wir uns in bestimmten Arbeitsbereichen uns noch mehr sozusagen bemühen. Dort sind Arbeitsgruppen gegründet worden, die den Bereich der Schule, eine Arbeitsgruppe in dem Fachbeirat wird sich um Schule kümmern, eine Arbeitsgruppe wird sich um politische Bildung und Jugendarbeit kümmern. Das sind genau die Punkte, die hier auch eben schon angesprochen sind, neben einer eigenen Arbeitsgruppe der Justiz. Natürlich sind wir nicht alleine in Hessen. Die Problematik, die sich im Bereich des Salafismus stellt, stellt sich tatsächlich im Rhein-Main-Gebiet in einer besonderen Form, aber eben auch in anderen Ländern. Deswegen haben wir uns länderübergreifend zusammengetan. Es gibt viele Arbeitsgruppen, die länderübergreifend arbeiten, um dem Problem insgesamt Herr zu werden. Lassen Sie mich einen Punkt vielleicht oder ja, einen Punkt zum Schluss noch aufgreifen, der mir schon wichtig ist. Wir haben die Situation, dass die Moscheegemeinden oder Moscheevereine dass die erkannt haben, dass es dort ein paar Menschen gibt, die ihre Religion, die ihre Form des Zusammenlebens durch ihre Aktivitäten diskreditieren. Und das müssen wir nutzen. Nicht das Problem dahin schieben, sondern wir müssen es nutzen, wir müssen es aufgreifen, wir müssen ihnen helfen, mit dieser Frage umzugehen, mit dem Salafismus in ihren Reihen umzugehen. Dafür müssen wir sie ausstatten. Das machen wir.
Wir haben ein Sicherheitsforum Salafismus gegründet. Das wirkt nicht in der Öffentlichkeit. Wir sprechen mit einzelnen Vereinen, wir sprechen mit den Organisationen, um sie auf die Problematik hinzuweisen und ihnen Hilfe anzubieten, damit umzugehen. Ich darf Sie an die Redezeit der Fraktionen erinnern. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Der richtige Weg ist insbesondere, wenn wir hier gemeinsam erkennen, dass das keine Frage ist, die wir dem kleinlichen politischen Streit sozusagen anheimfallen lassen, sondern dass wir versuchen, gemeinsam eine Lösung für die Problematik zu finden, zumindest Aktionsformen zu finden, in denen wir darauf eingehen können, erfolgreich wirken können. Die Herausforderungen sind groß. Die politischen Unterschiede, finde ich, sind deutlich geworden. In dieser Debatte sind nicht so groß, sie sind eher klein. Dann lassen Sie uns gemeinsam unsere Verantwortung wahrnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Alle drei Anträge gehen in den Innenausschuss. Er ist federführend. Begleitend sind SIA und der KPA. Wir sind dann am Ende dieser jetzigen Tagesordnung. Ich unterbreche jetzt diese Sitzung, und wir sehen uns wieder um 14:30 Uhr. Vielen Dank.